Hallöchen zu einem weiteren Part von Let's Play The Elder Scrolls Skyrim. So, wir befinden uns immer noch im Galgenfelsen, sollten ja die silberne Hand hier vernichten, aber waren leider zu spät. Wir konnten zwar welche töten, leider musste aber Skior auch dran glauben. Tja, so ist das nun mal manchmal, man kann eben nicht jeden retten, besonders nicht der Sibbo. So, machen wir einfach mal weiter. Habe ich hier reingeguckt? Ja, habe ich schon. Ich nehme es jetzt aber nicht mit. Ich bin sonst wieder zu gewichtig und ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Fun drauf. Aele bleibt noch hier stehen. Und wir dürfen alleine weiter wandern gehen. Unsere Hauptaufgabe ist es, die silberne Hand zu vernichten. Aus. Ich kann mich noch ganz grau daran erinnern, dass hier, glaube ich, noch irgendwie jemand von der silbernen Hand später ist, wenn man hier diese Tür entriegelt, obwohl man hier ja schon lang gelaufen ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich bin jetzt einfach ein bisschen vorsichtig. Oh, habe ich mich erschrocken. Seht ihr? Genau das. Du Sack, du. Mann, Mann, Mann. Da habe ich mich jetzt aber wirklich erschrocken. Ich wusste es und habe mich trotzdem erschrocken. Ich hasse das. Das kennt ihr vielleicht auch. Ihr wisst, da ist irgendetwas. Und ihr werdet euch gleich erschrecken. Und trotzdem ist es schlimmer, als würde man es gar nicht wissen, ja? Na, mal schauen. Ermorde den Anführer der silbernen Hand. Das werden wir auf jeden Fall machen. Da sind keine Quests aktiviert, ist auch richtig so. Ich möchte mich erstmal nur darauf konzentrieren. Ich möchte erstmal alles in Weißlauf so gut wie es geht fertig machen. Damit wir schön von Stadt zu Stadt reisen können und alles ganz, ganz, ganz chillig machen. Ich bin halbwegs überlastet. Ich überlege gerade, ob ich nicht doch nochmal zurückreise, was verkaufe oder mir langsam mal vielleicht auch mal ein Haus kaufen würde. Ich bin ja immer noch ein Obdachloser. Was mache ich? Ich werde erstmal zurück nach Weißlauf reisen. Dort werde ich erstmal ein bisschen was verticken, was noch geht. Ich könnte theoretisch gesehen noch mir einen Begleiter besorgen. Möchte ich den jetzt eigentlich wieder besorgen? Ich weiß nicht. Ihr seid... Ich habe hier einige gute... Werft einen Blick darauf. Wir werden auch bald mal an der Schmiede arbeiten, aber ich lasse mir da noch ein bisschen für Zeit. So, das orkische Schwert behalten wir und werden das kaiserliche mal gleich entsorgen. Ich vertick das jetzt einfach, ist mir wurscht. Ja, so Rüstungen, Vampirstiefel kann ich auch verkaufen. Ich verkaufe das jetzt alles, egal. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht.
Und dann auch noch mal in den Gemischtwarenhändler, Gemischtwarenladen. Laden. Mensch. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Das hört sich doch schon mal fein an. Bitte kommt wieder. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut. Jetzt mal gucken. Was mache ich jetzt? Hole ich jetzt meinen Begleiter oder lasse ich ihn da blöd stehen? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, allein zu reisen. Wäre natürlich besser, wenn ich jetzt nicht so schnell erwischt werden will. Kann ich wieder auf jemanden die Schuld schieben, wenn ich ihn hole? Das mache ich auch. Das ist eine Idee. Aber ihn müsste ich auch mal bald so richtig einkleiden, weil der hatte echt wirklich Müll an. Ich habe ja schon Müll an, aber der läuft ja wirklich rum wie so ein Messi, ja? Und damit meine ich nicht den Fußballer. Meistens ist er am Sägewerk. Schleppt Holz durch die Gegend oder kocht sich ein Süppchen. Spinne ist. Und falls doch, werden sie ihn töten. Das ist kein besonders toller Streich. Ja, klar. Und was würdet ihr lieber machen? Ach. Das ist manchmal so klasse, den Kindern einfach nur beim Reden zuzuhören. Mal diese Sorgen hier in Himmelsrand vergessen. Dass eh alles hier in Schutt und Asche ist. Feindals Haus, Lehrling. Ah, das heißt, der ist entweder nicht da oder er pennt. Na klasse. Feindal, wo bist du? Das nervt mich jetzt wieder, ja? Dass ich den jetzt wieder hier überall suchen muss. So ein Kuttel. Ah, da ist er doch. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Geht voran. Ach, geht doch. Aufs Kärtchen schauen. Wir reisen von Lager stehender Strom. Wollen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt darüber kommen? Ja, denke mal schon. Denn manchmal denkt man ja, die Entfernung, die ist ja überhaupt nicht so weit. Ja, aber die Hindernisse, Berge und schieß mich tot. Das ist schon dann scheiße, ne? Dann ist der andere Weg, der viel weiter ist, trotzdem ja viel besser. Ich trage immer noch den alten Nordbogen. Dabei habe ich doch, denke ich, schon längst einen orkischen Bogen. Ja. Der kann... weg. Ah. Vielleicht sollte ich auch mal das Schwert ausrüsten. Geht doch.
Wir laufen mal wieder quer durch die Botanik. Ich könnte mir jetzt vielleicht auch irgendwo hier in den Wäldern einen Weg suchen. Oh, was war das denn? Das hat sich überhaupt nicht gut angehört. Ja. Sollen wir jetzt kämpfen und oder uns lieber verziehen? Ich weiß es nicht. Solange er uns jetzt nicht bemerkt, würde ich sagen, wir hauen ab. Ich muss es ja jetzt nicht unbedingt herausfordern. Aber ich habe so ein Gefühl, wenn ich da jetzt hingehe, könnte der kommen. Ich weiß es aber nicht genau. Ach, hier sind nur schöne Riesen. Na, was heißt schön? Sind es überhaupt Riesen? Nee, sind keine Riesen. Meine Güte, vielleicht sollte ich mal wirklich bald zu Vielmann gehen. Ich bräuchte ein Hörgerät von Gears und eine Brille von Vielmann. Ja, habt ihr ein Problem mit mir? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlassen ausgesucht. Ja, sie haben ein Problem mit mir. Aber Probleme sind ja dazu da, um gelöst zu werden, ne? Ich werde das jetzt mal mit Pfeil und Bogen machen. Auch wenn das total kacke gerade aussieht für mich. Ja, ich halte nicht still. Hättest du wohl gern, ne? Das Einzige, wo ich jemals stillhalten werde und tue, das ist beim Zahnarzt. Ja? Also, lass mich bitte in Ruhe. Naja, gut. Dann komm. Gehen wir mal weiter. Irgendwie habe ich heute wieder so richtig einen an der Klatsche, habe ich das Gefühl. Nehmt's mir nicht übel. Ich habe heute ein paar Becher zu viel Kaffee vielleicht auch getrunken. Dazu kam auch noch Energy. Ja, das macht einen schon verrückt und komisch, ne? Ach, hier müsste noch ein schönes Lager von den Riesen sein. Aber jetzt sind es wirklich Riesen, ja? Ich spreche nicht wieder von Banditen. Ui, gleich zwei Mammuts. Die werden wir auf jeden Fall in Ruhe lassen. Ich habe keinen Bock, 1000 Meter in die Luft geschleudert zu werden. Das sind auch die einzigen Tiere, die ich in diesem Spiel wirklich sehr, sehr ungern töte. Mammuts. Und kleine hobbelnde Häschen. Alles andere ist bei mir meistens doch freiwillig. Freilaufen könnte ich es schon, aber ich lasse es jetzt mal. Da kommen wir später eh garantiert nochmal hin. Hol dies, hol das, heißt es dann. Und dann ist da bestimmt eine Truhe, wo ich noch etwas abholen muss. So ist das hier. In Skyrim gibt es so gesehen gar keine Begrenzung. Es ist immer etwas zu tun. Ui. Ein kleiner Altar oder was? Könnte ein Totenbeschwörer in der Nähe sein. Oder ein Eisgeist. Naja. Ach Mensch. Ich löse die ganze Geschichte jetzt mit Flammen. Ups. Ja. Da war es wohl um meine Magie geschehen. Ah, geht doch. Ja. Nehmen wir mal beides jetzt mit. Denn die Zähne, die brauche ich nachher auch noch. Liegt hier sonst noch was Schönes?
Boah. Ein Talos-Schrein. Ach, und die es gerade gemerkt haben, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte mein Schwert mal doch nicht verkaufen sollen, denn das orkische Schwert scheint ein zweihändiges Schwert zu sein. Echt klasse. Und ich hasse Zweihänder. Na, wollen uns wohl ein paar Spinnen besuchen? Ja, ich auch. Och Mensch. Bin ich wirklich jetzt zu blöd oder was? Wenn ich es alleine spiele, ja, ohne dass ich dieses verfluchte Spiel aufnehme, dann klappt alles reibungslos bei mir, jetzt ohne Mist. Da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Ja? Ich bin ja voll der Profi drinne, ja? Aber irgendwie will das hier nicht fruchten. Ich komme mir langsam echt selbst veräppelt vor. Werd hier fremdgesteuert oder was? Ah. Die Höhle lassen wir aber jetzt erstmal in Ruhe. Wir haben genug zu tun. Die silberne Hand ist schon eine Aufgabe für sich, ja. Da braucht ihr mich die auch nicht gleich noch in diese Höhle hier hinjagen. Genug zu tun. Oh, was ist das denn jetzt? Ach, ich dachte schon, es wäre jetzt stehen geblieben. Puh, Glück gehabt. Ja. Liebe Leute, ihr werdet alle sterben. Keiner von euch wird jemals überleben. Ja. Wo sind die ganzen Wer ist da? Wollte schon gerade Spinner sagen. Hallo, wer ist da? Hier ist der Hans. Naja. Feindal, du kannst dich ja gerne drum kümmern. Ich stibitze hier noch eine Runde. Ach, da ist der Spinner ja. Super. Das gibt mir doch eigentlich auch ein gutes Gefühl, wenn ich mal sehe, dass er auch mal jemanden tötet. Und nicht mich nur die Arbeit machen lässt. Ach. Meine Güte. Da oben rein. Ich kann aber auch hier unten rein. Ist völliger Schwachsinn. Oh. Experte. Hust. Ich könnte die Tür jetzt auch knacken, aber ich lasse es jetzt mal sein. Die Dietriche spare ich mir noch auf. Was? Ja, pst. Leise jetzt hier. Bist ein richtiger Sappel, Hans. Hör auf. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Wo ist denn der Pisskopf? Es gab einst eine Holde. Ihr Haar, es glicht im Golde des Frühlings in Brust. Ist da jemand? Oh ja, dein schlimmster Feind. Sibbo. Oh.
War jetzt aber auch ein bisschen langweilig, die mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Ich hätte ja auch mal einen Blick erhaschen können und ihn mit dem zweihändigen Schwert killen können. Also ganz ehrlich. Ja. Ja, wir könnten jetzt hier wirklich die Tür knacken und nochmal drin nachsehen. Aber zu diesen Festungen kommt man ja eh immer wieder hin, weil man eine Aufgabe bekommt. Räucher diese Banditen aus, töte diese Banditen und. Also hier kommen auch immer wieder neue Banditen. Aber wir werden erstmal wirklich diese Questreihe zuerst machen. Und danach können wir immer noch andere Sachen machen. Das ist ja kein Problem. Eins nach dem anderen. Wenn ich etwas hasse, dann ist es ein Durcheinander. Will der jetzt zu mir kommen, oder was? Ah, oh, nee. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriffe unternehmen. Ja, ich weiß nichts vom Vampirangriffen bis jetzt. Ich habe übrigens für das Game auch beide Erweiterungen, also drei Erweiterungen. Das eine ist ja eigentlich für mich eine ganz popelige Sache mit den Häuser bauen. Was ist denn? Aber ich habe sie alle. Und die es vielleicht nicht kennen, also ich werde das auf jeden Fall auch spielen. Ich werde jetzt nicht nur dieses Hauptspiel hier spielen, ich spiele das auch mit den DLCs. Es wird eine sehr, sehr lange Angelegenheit. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Wo mein Atem, der lange Wind. Tja, ich bin ein Werwolf, mein Freund. Die stinken nun mal. Bei Twilight stinken die, glaube ich, auch, ne? Also jedenfalls für die Vampire. Die sagen ja, die stinken. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Ostmarsch herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Das werde ich jetzt auch natürlich machen. Ja, wo lang geht's denn hier?
Aha, da sollen wir hin. Versteck des verlorenen Messers. Kein Problem, haben wir zum Glück schon entdeckt. Oder waren sogar schon drin, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ich vergesse immer so etwas sehr schnell. Geografisch bin ich echt beschissen. Ja. So. Oh, da ist doch schon einer. Nein. Ein Aufgespießter. Oh, willst du mich verraten? Ach, da vorne sind doch schon welche. Ich glaube, die schnattern aber da wild rum. Und trennen sich dann voneinander. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber ich glaube, der verzieht sich da lang. Wollt ihr damit sagen, dass ihr diese Katze alleine erlegt habt? Glaubt ihr etwa nicht, dass ich das kann? War unser letzter Fang nicht ein Höhlenbär? Ja, warum? Habt ihr den auch mit bloßen Händen erledigt? Ein Blut eines Trolls, das war vielleicht ein zäher Bursche. Aber ich habe den Schlüssel zum Überfall gesehen. Das Oberstände reicht. Geht wieder auf Patrouille. Ist da jemand? Ja, jetzt haben sie mich leider entdeckt, ist ja klar. Ich war ja viel zu blöd wieder mal. Tja. Aber es sind ja nur zwei Vollpfosten, von daher. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Was meint ihr? Ich habe es natürlich nicht geschafft. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich getroffen hätte, ne? Aber das da oben ist eh nur ein taubes Nüsschen. Guck. Und weg. So. Du meine Güte. Schau sich das mal einer an. Oh ja, trampel mal hier lang. Ha. Das war's dann auch schon. Bücher muss ich aber auch mal langsam verkaufen. Ich schleppe immer die ganzen Bücher mit mir rum. Ich bin hier echt schon die wandelnde Bibliothek, du. Da vorne ist auch wieder einer. Der schreit ja schon fast danach, abgeschossen zu werden. Oh. Naja, viel ausrichten können die jetzt eh nicht. Von daher ist es uns doch scheißegal. Meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ja. Zu viel Skooma konsumiert.
Na toll, ich habe die alte doch voll getroffen oder was auch immer das sein soll. Jedenfalls hässliches Ding. Naja. Ich würde auch sagen, an dieser Stelle ist erstmal wieder Schluss. Wir sehen uns gleich wieder. Also dann, bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Adios.